bei mir, Kolja Barkhorn, den ich natürlich auch fragen möchte, wie er denn die aktuelle Marktlage sieht. Wir haben ja aktuell sehr, sehr viel Volatilität im Markt. Deshalb, Kolja, jetzt mal ein paar Fragen an dich. Mhm. Die aktuelle Marktphase ist ja geprägt von sehr viel Unsicherheit, von aktuellen Ereignissen aus der Ukraine, auch ein anderes Zinsumfeld. Mhm. Wenn du jetzt mal so die Glaskugel rausholst. Holen wir sie mal raus, ja. Wann denkst du denn, wann ist denn wieder grün eher die Trendfarbe an der Börse und nicht mehr rot? Ich würde mal sagen, wenn sich die meisten darüber einig sind, dass es jetzt richtig, richtig schlimm wird und immer schlimmer wird und der Bärenmarkt jetzt Jahre dauern wird, dann ist wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo es dann nach und nach wieder hochgehen wird. Ist doch immer so, oder? Ja. Dann kommen so die ersten Entwicklungen, dass irgendwie Inflation dann irgendwie auf einmal wieder sich vielleicht ein bisschen reduziert. Dann kommt vielleicht doch irgendwas besser oder es gibt irgendeine Friedensverhandlung potenziell. Also ich glaube meistens in dem Moment, wo alles rabenschwarz sehen, da habe ich genau damals angefangen auch zu investieren. Zwar aus reinem Zufall 2009, aber da konnte man wirklich ja auch danach so die einzelnen Meldungen sehen. Und das war es jetzt so ungefähr. Und dann genau dann war der beste Einstiegszeitpunkt eigentlich, ja. Mhm. Und ich sag so die Glaskugel, die sagt mir, dass es jederzeit noch weiter runtergehen kann erstmal. Also ich habe jetzt schon angefangen, so die ersten Tranchen auch nachzukaufen, weil ich bin nicht so der, der dann immer so versucht, den perfekten Boden zu finden. Ich glaube, das ist halt einfach fast gar nicht möglich. Mhm. Und ich glaube, ich habe ja Ende letzten Jahres sogar gesagt, nächstes Jahr minus 25% bei allem. Ja. Ich habe es jetzt schon erreicht im Mai. Ja, ich schon vorher. Jawohl. Aber es könnte natürlich auch minus 35 oder sogar minus 50 mal werden. Mhm. Und ja, natürlich gibt es auch längere Bärenmärkte, wenn sie aber auch historisch meistens immer nur so 2 bis 3 Jahre sind. Ja. Mhm. Und von daher, ich bin eigentlich weiterhin positiv eingestellt und ich glaube, dass man es nicht zu negativ sehen sollte alles. Ah. Im historischen Kontext muss man es immer einordnen. Und ich finde, ja, es gibt Unsicherheiten, aber es gibt auch immer wieder dann die nächsten Boomphasen. Und da muss man halt eben mit dabei sein. So ist es, ja. Jetzt kommen natürlich wieder diese ganzen Permabären. Ja, klar, die fühlen sich in allem bestätigt. Ja, das sind die, die haben schon den Euro platzen sehen. Und dann kam glücklicherweise Corona, was natürlich die Bestätigung ihrer These war, warum es crasht, ne? Schon klar. Ja. War aber nicht wegen des Euros, sondern wegen Corona halt. Ne? Ja. Also klar, wenn du ein mexikanischer Scharfschütze bist und einfach auf diese Punkte da hinten an der Wand schießt und später einfach rote Kreise um deine Einschusslöcher malst, kannst du sagen, ey, ich habe getroffen. Ne? Aber auf jeden Fall, aber ist dann halt nicht ganz so. Wenn du danach handelst, machst du meistens auf Dauer eine sehr, sehr, sehr schlechte Performance. Da gab es meinen super Artikel, ich glaube, wie hieß der noch, also in der Capital, glaube ich, oder so, von Kirchner oder so heißt der, glaube ich, ein richtig guter Finanzjournalist. Mhm. Und der hat so mal so chronologisch so gemacht, was wäre mit so und so viel Vermögen passiert, wenn du jetzt auf Crash-Propheten gehört hättest und so. Das ist halt jedes Mal nach 10 Jahren dein Geld komplett weg. Also lieber in den Markt einfach langfristig investieren, dann machst du einen besseren Schnitt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Es gibt ja auch diese langfristigen Studien, die eben genau das Umgekehrte sagen. Nach 10 Jahren sozusagen musst du erstmal Perioden finden, wo du an der Börse kein Geld verdienst, wenn du eben in über 10 Jahre hinweg investiert bist. Ja. Das ist dann eben wieder die Kehrseite der Medaille. Hm. Das heißt also, eigentlich ist es bei Qualitätsunternehmen, könnte es doch jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt sein, um dann nochmal die Aktien aufzusammeln, oder? Ja, wie gesagt, also es kann natürlich noch weiter runtergehen, aber ich sage mir immer, auf Einzelunternehmensbasis muss man das eben bewerten. Es kann eben Gründe geben, warum so ein einzelnes Unternehmen das Ganze gar nicht mehr überlebt, zum Beispiel. Ja, dann ist natürlich blöd, aber jetzt auf Gesamtmarktbasis, wenn man irgendwie ETFs hat, dann würde man jetzt schon eigentlich nachkaufen. Genau, das heißt. Sagt ja sogar Gerd Kummer, dass man im Crash ETFs nachkaufen soll. Ja, also das heißt, du sagst eher, Leute, beruhigt euch mal wieder. Ja. Ruhig Blut und mit Bedacht und mit einer langfristigen Perspektive am besten in den Markt. Ja. Dann sollte sich die Situation auch wieder beruhigen. Ich sehe diese Brisanz, auch wenn sie unmittelbar immer sehr, also Klimawandel ist ja auch noch ein Thema, was damit rauskommt. Jetzt gibt es immer auch die nächste große Sorge, zum Beispiel Bevölkerungsschrumpfung. Ja. Also viele sprechen ja von Überbevölkerung, aber eigentlich ist auch das Gegenteil eine potenzielle große Gefahr. Und all diese ganzen Sachen und Probleme, die gab es aber im historischen Kontext auch immer. Mhm. Und irgendwelche Nuklearunglücke damals oder irgendwelche Präsidentenermordungen und so, das gab es alles. Und irgendwie hat die
Börse aber trotzdem das Ganze überstanden. Ja? Und ich glaube, es wird diesmal nicht anders. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja? Also Börse ist noch nie untergegangen letztendlich. Ja. Also wir haben noch nie irgendeinen Index komplett auf Null fallen sehen. Von daher. So ist es. Und die Permabären sagen ja auch immer sehr häufig, ja, aber hättest du damals 1929 und so, hättest du 30 Jahre oder 10 Jahre gebraucht, um wieder auf Null. Aber das geht ja immer nur davon aus, dass du am wirklich absolut einmaligen, schlechtesten Zeitpunkt ein einziges Mal kaufst und dann direkt der Crash kommt und von dort aus ist das die Berechnungsgrundlage. Aber in der Realität funktioniert es ja ganz anders. In der Realität hast du schon vor dem All-Time-High gekauft und kaufst ja auch danach weiter. Ja, und dadurch bist du dann sehr viel schneller eben auch wieder im Plus als jetzt irgendwie nach 10 Jahren meistens. Ja. Genau. Es gibt ja auch diesen Spruch. Außer dir geht das Geld aus. Dann wird es schwierig. Deswegen sage ich halt immer, man muss halt eben, eigentlich ist nicht die Cashquote an sich das Wichtigste, sondern sozusagen die Cash-Erneuerungsquote in deinem Konto ist wichtig. Also wie viel Cash kommt im Bärenmarkt trotzdem noch rein? Das ist das Wichtige, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil nur dann kannst du ja sozusagen nochmal nachlegen. Nochmal nachlegen, genau. Ja, nachlegen, genau. Ja, ja, perfekt. Vielen Dank für die interessante Einschätzung, Kolja. Danke, gerne.